Weiter geht es bei The Outer Worlds. Und ja, wir sind immer noch dabei, das Radio Monarch zu befreien. Denn auf diese Art und Weise kann dann auch wieder die Handelsgesellschaft oder die Gesellschaft hier in die Außenwelt kommunizieren und endlich den Vorstand wieder aufmischen. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen den Vorstand aufmischen. Das habe ich ganz vergessen. Jetzt weiß ich es wieder. Vorstand aufmischen. Revolte anzetteln. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier heile durchkommen, denn hier sind irgendwelche Drucker, hier ist eine Druckerpresse am Werk und die brauchen wir, damit der Typ, der jetzt aktuell den Radiosender beherbergt oder beziehungsweise eher annektiert mit seinen komischen, fanatischen Dingsbums, dann müssen wir ihm leider ein bisschen helfen, dass er sein ganzes doofes Geschwafel einfach auf Papier bringt und uns endlich in Ruhe lässt und uns wichtigere Dinge machen lässt. So, trotzdem sind hier diese beiden Vanoi, scheinbar Geschwister oder so, auf einer Mission, die eigentlich nicht für zwei Personen geeignet ist. Deswegen sind wir als Verstärkung unterwegs. Wir helfen denen, denn die Zora, nicht der Zora, sondern die Zora, nämlich ein bisschen Panik um die Leute hat. Weil der Graham sie ständig zu irgendwelchen Himmelfahrtskommandos aufruft. Totaler Schwachsinn. Aber gut, wir gehen hier jetzt einfach mal ein bisschen rum und hoffen, dass wir nicht ganz so aufgeschmissen sein werden. Yikes! Erwischt. Ach Mann, wo kommt denn die jetzt alle her hier? Ich sehe einen Gegner und auf einmal sieht man, kommen fünf um die Ecke. Was wird denn da abgefeuert? Sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Ich bin stolz auf euch, Mädels. Bin hier mit meiner kleinen Frauentruppe unterwegs. Mit Nyoka und Parvati. Parvati, die verfolgt mich schon seit dem ersten Planeten. Seit Terra 2. Ganz komische. Die kann einfach nicht die Klappe halten. Aber die sind super Ingenieurin. Gut. Wollen wir mal reingucken. Wir suchen nämlich diese, hier die Freunde von den beiden. Hoffen wir einfach, dass wir die hier finden. Ja, da sind sie. Alle unsere Freunde. Nicht schlafen, aufwachen. Leute. Immer das Gleiche mit denen, ne? Oh, ich glaube, ich bin wieder voll. Ja, ich bin wieder voll. Na gut, aber vielleicht haben wir hier ein bisschen bessere Ausrüstung. Was tragen wir denn hier gerade? Stufe 39. 39... 24, 24, 24, alles klar, alles weg damit. 29, 31, wohl im Moment. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr vielleicht Bock auf irgendwelche neuen Ausrüstungsgegenstände? 39, 32, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. 13. Sag mal, Nyoka, warum trägst du nicht mal vernünftige Klamotten? Ein Wunder, warum du ständig drauf gehst. Irgendwas, was wir hier nutzen können? Nee, alles nur Müll. 11. 10. 16. Naja, wenigstens etwas. So, jetzt kann ich euch noch weniger auseinanderhalten, aber das macht nichts. 18. 18? 16. Ja. Trag mal da. Oh, 26. Das ist doch was für dich hier. Komm. Yay, sexy! Schön in rosa. So gefällt mir das. Können wir nochmal ein bisschen den Kram loswerden. Weil das Doof ist, wir müssen halt immer auch darauf achten, dass wir gegebenenfalls nicht zu überladen sind. Wenn wir jetzt noch irgendwie eine Walze mit uns rumschleppen wollen, wäre das gar nicht gut. Ich glaube, ich mache das immer so, immer wenn ich irgendwelche neue Sachen finde. Dann, das klappt eh nicht. Bevor wir, das klappt auch nicht. Alle meine Gedanken klappen nicht. Die sind zu gut. Die sind zu gut strukturiert. Das werde ich eh wieder vergessen. Ich dachte so, immer wenn wir den Planeten, wenn wir einen Planeten verlassen, gucken wir uns das, den Itemkram an. Bringt nichts. Denn das würde ja bedeuten, dass wir öfter mal den Planeten verlassen. Das tun wir aber gar nicht. So, ich schraube hier alles auseinander. Damit wir uns einfach Munition kaufen, bauen können, wie auch immer.
Irgendwann wird das gut funktionieren. So, erstmal alles weg. Klappt ja bisher schon ganz gut soweit. So, können wir einen Charakter vielleicht noch irgendwie aufstärken? Das kann ja auch möglich sein. Hier Fertigkeiten. Nö, hier gibt es nichts. Vorteile, haben wir auch nichts. Sieht es bei euch aus? Gibt es hier irgendwas, was ich bei euch aufstärken, verbessern kann? Nein, nein, okay. Ihr seid uninteressant. Habt das schön gemacht. Ihr habt mal wieder eure Ihr habt mal wieder bewiesen, dass ihr einfach uninteressant seid. So, was haben wir denn hier? Sicherheitsmodulentwurf. Ein Entwurfspapier für verschiedene Sicherheitsankündigungen aus der Zeit, als die Presse noch in Betrieb war. Die meisten wurden durchgestrichen. Geländer sind gelinde gesagt eine tolle Sache. Gliedmaßenersatz ist nichts für Setzer. Fördern. Wir Sicherheitsstandards am Förderband. Walzer tanzen. Bitte abseits der Walzen. Okay, die Leute wissen, wie man hier vernünftig arbeitet, glaube ich. Ich finde das mal super lustig, was die hier für einen Schwachsinn schreiben und zur Verfügung haben. Läuft hier irgendwas rum? Ich sehe hier rote Anzeigen. Ach, nee, das ist Licht. Ich sehe, dass hier irgendwo Gegner sind, aber ich weiß nicht genau, wo diese Gegner sind. Hier ist eine Tür, die können wir öffnen. Ich glaube, ich gehe mal lieber hier außen lang. Einfach, um so ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen. Lass mal auf hier rumzu. Das ist doch eklig. Die spucken. Eklige Tierchen. Anstatt rumzuspucken, sollen die mal lieber, keine Ahnung, hier einen Boden wischen oder so. Sollen sich mal nützlich machen, diese Haustiere. Wer hält sich sowas überhaupt, diese komischen Reptoloid-Viecher? Kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich habe die nicht eingeladen. Meine Freunde sind das nicht. Ich hätte ganz gerne Handgranaten. Ich hab da so eine Idee. So, einmal hier rüber. Okay. Und. Oh, ich habe ja doch einen Flammenwerfer. Warum sagt mir das keiner? Burn it with fire. Ganz einfache Geschichte hier. Yikes. Gibt hier noch was? Hallo? Na also. Voll gut. Ja, doch mal was machen. So, schön Raptidon-Fleisch. Dann haben wir auch ordentlich was zu futtern dabei. So. So, hier haben wir ausreichend gelootet. Was haben wir hier? Loot, 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 loot. Sehr gut. Loot ist immer gut. Mehr Loot für den Lootgott. Okay, ich habe einen Fertigkeitspunkt. Wir können auch mal ein bisschen Fertigkeiten verteilen. Hacken, Tarnung. Tarnung klingt, glaube ich, ganz gut. Schleichen, Schloss knacken. So, hier werfen wir nochmal ein paar Punkte rein. Drei haben wir noch über. Die können wir in schwere Waffen pumpen. Schwere Waffen? Oder lieber in Medizin? Nee, lieber in Tech. Lieber in Tech. So, bei euch kann ich auch noch ein bisschen was machen. Vorteilspunkt. Deine Technikfertigkeit wird erhöht. Das ist eigentlich ganz gut. Generiert Bedrohung. Fernkampfschaden erhöhen. Das ist auch gut. Nochmal alles zurücksetzen. So, Fernkampfschaden erhöhen. Das finde ich herrlich. Das nehmen wir. Fernkampfschaden erhöhen ist nämlich echt praktisch. So, wie sieht es bei dir aus? Stürmisch. Erhöht die Bedrohung? Nee. Die Bedrohung sollte dann nicht erhöht werden, weil die halten so schon zu wenig aus. Reichweite, Schrittgeräusche, Nahkampfschaden, unnötig, Rüstwert. Rüstwert ist gut.
Da. Perfekt. Jetzt fühle ich mich schon wieder gleich sicherer auf diesem Planeten. Lebt noch irgendwo was? So. So, da oben. Und hier unten. So. Ein Hoch auf den Flammenwerfer. Gib den jetzt einen Spitznamen. Der Flammenwerfer heißt jetzt für mich Flemly. Ne, das ist ein Pokémon-Name, ne? Flemly. Ne, das kann ich nicht machen. Ich nenne dich... wie heißt nochmal das kleine Feuerding aus das wandelnde Schloss? Nee, war nicht das wandelnde Schloss. Was war denn das nochmal? Ah. Giros Reise in Zauberland. Wie hieß es nochmal? Nee, das war doch das wandelnde Schloss. Mit dem kleinen Flammen. Mit dem kleinen. Genau. Wie hieß es? Kalzifer? Kalzifer oder so? Kalzifer, ja, gut. Mein Flammenwerfer ist jetzt Kalzifer. Habe ich beschlossen. Weil ich finde diesen Flammenwerfer nämlich super niedlich. Ist der nicht niedlich? Er sieht doch schön aus. Richtig freundlich. Richtig einladend. So. Universal Defense Logistics hat eine Nachricht. Terra 1 Publications, eine Tochtergesellschaft von Universal Defense Logistics. Terrys Geburtstag. Nein, wir feiern Terrys Geburtstag nicht. Terry ist tot, Leute. Ich weiß, dass er viele hier auch mir etwas bedeutet hat. Aber sein vorzeitiges Ableben sollte uns allen als Mahnung dienen. Keine Möter streicheln. Gut, das merken wir uns. Keine Möter streicheln. Wir gehen. An alle Angestellten von Terra 1 Publications. Ja, die Gerüchte sind wahr. Wir gehen. Der Vorstand hat beschlossen, den Verlust ein Ende zu setzen und ab jetzt von Terra 2 aus zu operieren. Gemäß unseren Evakuierungsanweisungen sollen wir auf ein Shuttle aus Cascadia warten. Sobald wir erfahren, dass unser Flug naht, machen wir die Einrichtung dicht, packen alles zusammen und schließen ab. Der Letzte macht das Licht aus. Bis dahin wird von uns erwartet, dass wir weiterarbeiten. Ersetzungen sind sicherlich zu erwarten, aber das ist keine Entscheidung dafür, jetzt nachzulassen. Entschuldigung, dafür nachzulassen. Wir haben noch immer Magazine zu veröffentlichen. Unsere Kunden sind begierig darauf, wie es mit Jägerin der Abtrünnigen Nummer 112 weitergeht. Aha. Öffentliche Verlautbarung betreffend die Aktivierung der Gefahrenklausel für Terra One. Mit dieser Verlautbarung veröffentlicht am 12. Januar 2043 wird Terra 1 zum untauglichen Arbeitsplatz erklärt. Verstehe ich gar nicht, wenn es hier noch nicht einmal Geländer geben soll. Angesichts der Feindseligkeit, nebenbei Gelände sind völlig überbewertet. Ich meine, der Todesstern brauchte auch keine Geländer. Und der war sehr sicher. Angesichts der Feindseligkeiten und aggressiven Tierwelt und der nicht zu verzehr aufzubereitbaren natürlichen Flora hat der Vorstand der Halcyon Holdings offiziell die Gefahrenklausel auf dem gesamten Planeten Terra 1 angewendet. Okay, gut. Wissen wir Bescheid, die sind ja alle weg. Hier gibt es keinen. Finde ich okay. Mehr Platz für uns. Können wir hier halt eben Unruhe stiften. Gehen wir mal aus dem Weg, Mädels. Ich weiß, ihr mögt mich. Ich mag euch ja auch irgendwie. Auch wenn ihr manchmal ein bisschen zu viel redet, finde ich. Also ich rede nicht so viel wie ihr. Kann jeder, der mir zuschaut, bezeugen. So, was haben wir denn hier? Walzer einsetzen. Los geht's. Super, Druckerpresse repariert. Das ging ja einfach. Versperrt. Das ging nicht so einfach. Gibt es hier noch einen weiteren Weg, mit dem wir durch können? Hier oben vielleicht. Gucken wir mal da lang. Gegner scheint es hier nicht mehr zu geben. Aber dafür eine Tür. Versperrt. Ah, nichts funktioniert hier auf diesem Planeten. Gar nichts. Die Regierung ist Mist. Die Umwelt ist Mist. Alles Mist. Und hier will ich Sheriff werden. Warum mache ich das eigentlich? Für wen mache ich das eigentlich?
meine, ich wurde hier einfach aufgetaut und mir wurde gesagt, mach das jetzt. Und deswegen habe ich jetzt, mach das jetzt gemacht. So, was haben wir hier Schönes noch? Mehr Loot. Mehr Loot ist immer gut. Oh, das dauert sogar ein bisschen. Mit dem Knacken. Hell of a job. Aber ordentlich Bits, das ist gut. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Kram. Tommy, schön, dass du da bist. So, gucken wir mal, was da hier losgeht. Lieferungsstatus UDL-Masken, Lieferungsstatus Geruchsfilter, Lieferungsstatus Ersatzwalzen. Gucken wir doch mal nach den Ersatzwalzen für den Fall. Vielleicht liegen die ja noch irgendwo rum oder so. Guten Tag, gemäß Herstellerangaben arbeiten die aktuell verwendeten Walzen in jeder Umgebung mit gleichbleibender Effektivität. Es gibt keine Anzeichen, die deine Behauptung über eine Abnutzung wegen des Sick-Schwefel in dieser fucking Luft unterstützen würden. Okay. Sie halten nicht so lange wie zugesichert wegen dem Schwefel. Achso. Guten Tag, unsere Aufzeichnungen belegen, dass die Zweigstelle erst in 5 Monaten für Ersatzteile vorgemerkt ist. Neue Teile inklusive Walzen werden wir erst zu diesem Zeitpunkt versenden. Ach Mann. Immer diese Lieferschwierigkeiten. Ja, schlimm. Ja, fast so wie im realen Leben. Lieferschwierigkeiten. Ach, mir geht's super. Und wie geht's dir? Frage ich doch einfach mal gerade raus. Ich hoffe, du hast Spaß. Hattest einen guten Tag. So, da sind wir wieder draußen. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir suchen noch den Freund hier von unseren beiden komischen Terminators hier drüben. Und die würde ich auf jeden Fall gerne suchen. Schönen guten Tag. Guck mal, Calcifer. Gogo Gadgetto Calcifer Action. Hopp da. Ach so, das bist du. Ja, alles gut soweit. Ah! Raptophobie! Du bist in der Vergangenheit zu oft auf Raptidons gestoßen, was Spuren bei dir hinterlassen hat. Wenn du oder einer deiner Begleiter von einem Raptidon angegriffen wird, senken deine Leistungsfähigkeiten im Kampf. Nein, ich will das nicht haben. Ich mag diese Vor- und Nachteile überhaupt nicht, denn bisher habe ich noch nichts gefunden, wo ich sagen würde, ja gut, das kann ich mal eben kurz machen. Oder das würde ich mir gerne als negativ nehmen, weil ich dadurch Vorteile erziele. Nein, 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 nein. Ganz sicher nicht. Das sieht hier gänzlich anders aus. Achso, hier kann ich Kram öffnen. Schön. Ach, nicht das. Ich wollte mich heilen. Ja, sehr schön. Glückwunsch, Tommy. Das freut mich doch mal zu lesen. Das lange Warten und Suchen hat scheinbar ein Ende. Das freut mich doch sehr. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Für deine Einstellung. Das ist doch Hammer. Nee, ernsthaft, das freut mich sehr. Aber bedeutet das, dass du jetzt weniger in den Stream kommst? Nein, alles gut. Ich freue mich natürlich tierisch darüber, dass du jetzt was finden konntest. Aber was sage ich da? Du bist natürlich komplett aus dem Häuschen, würde ich behaupten. Ja, ganz einfaches Ding. Hol dir ein Bier. Trink dir ein. Hast du dir verdient. Ganz im Ernst. That was a hell of a soiree. Ja. Tja, danke für deine Hilfe. Dann schaffen wir das auch. Dann schaffen wir euch dann mal heim. Wie, danke für eure Hilfe. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Geht doch nicht über ein kleines Gemetzel, um das Blut in Wallung zu bringen. Seht ihr, war doch gar nicht so schlimm. Ich weiß nicht, weshalb ihr euch solche Sorgen gemacht habt. Na komm, sind wir mal freundlich. Wir wollen ja den freundlichen Sheriff Lord Mustache spielen. Yes, let's. Get us our medic back and we'll get out of here. Euer Sunny ist tot. I'm sorry for that. Ich habe aber seine Arztausrüstung dabei. Oh, fuck. Well, that's better than nothing. Thanks. We'll head out as soon as we're patched up. Gut. Damit sind wir wohl soweit safe, würde ich behaupten.
Ihr seid safe, ich bin safe, alle sind safe. Hätte ich jetzt Metall, würde ich mich sogar in den Safe einbauen. Dann wollen wir mal zu Graham zurück. Und weh, der macht irgendwelche Scheißsprüche. Dann knall ich ihm eine Kugel in den Kopf. Ausgezeichnet. Das ist der Elektro-Swing, den ich brauche. Ich würde mir auch nochmal ganz gerne hier einen Vendor suchen. Oder zumindest eine Vendor-Machine. Oh, was haben wir denn hier? Möter. Lecker. Das nehme ich doch gerne mit. Das kann ich nicht mitnehmen, sonst werde ich verklagt. Das kann ich auch nicht mal. Ich brauche mal hier eine Händlermaschine. Haben wir hier irgendwo eine Händlermaschine? Hallo, schön euch kennenzulernen. Eine Händlermaschine. Weil, ach, da drüben ist doch eine. Weil ich muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen Munition kaufen. Verkaufsautomat. Einfach alles. Ganz einfaches Ding. Kaufen. So. So fühle ich mich doch schon um einiges sicherer. Was ich natürlich noch mal ganz gerne hätte, Spacer's Choice. Halt bin zwar. Komm. Wir bekommen so oft auf die Klappe, da brauchen wir auch mal ein bisschen mehr Kohle. Ein bisschen mehr Health Packs. Ach Mann, ey. Nicht mal die Dietrichs der Diebe darf man sich klauen, weil man dann gleich als Dieb dargestellt wird. Aber gut, ich habe den Kram gemacht, den ihr haben wolltet. Seid ihr zufrieden? Verzieht ihr euch jetzt aus meiner Basis? If you'll just listen. No, no more listening, no more preaching. We are losing people left and right. We need to act. Ja. Enough, Zora. I'm not putting the torch to innocent people. Do you want to bring the board's cruisers and gunships down on us? Captain, apologies, but our situation grows dire. Our people talk of foolish endeavors. What news do you bring? Ja, über törichte Vorhaben. Deine Vorhaben, Kollege. Graham, du bist einfach nur ein Depp. Komm, geh dich verbuddeln. So, wenn es hier irgendwo Kampfschiffe gibt, dann haben sie mich nicht von der Landung abgehalten. Die Druckerpresse gehört ganz dir. Worüber streitet ihr? Jetzt mische ich mich mal hier langsam zwischen den beiden ein, weil das nervt mich ungemein. We're out of time. We need food and ammunition. We need to hit Stellar Bay while we still have the manpower to do it. Moment. Ihr wollt gegen Stellar Bay ziehen? Aber Stellar Bay ist doch meine. Ist meine Stadt. Ich verteidige diese Stadt. Hallo? Ihr wollt die Stadt angreifen? Yes, I know it's drastic, but it's clear that Sanjar will never cooperate. And if it's him or us, I choose us. Ey, Moment mal. Das klingt verzweifelt, aber lass das. Mach das it nicht. We are desperate. We're starving. Ich hol euch das Essen, Leute. Right. Ich gehe euch Essen holen. Aber lasst meine Stadt in Ruhe. Ich habe da Stunden reingesetzt, ja, in diese kleine Stadt, damit da Recht und Ordnung herrscht, ja, damit Leute wieder arbeiten kommen und solche Späßchen und meine Hand irgendwie nicht das tut, was ich möchte. Und ihr kommt jetzt hier auf die Idee, lass diese Stadt angreifen oder was? Ich glaube, es hackt. Stimmt nicht mit dir, Mädel. Ja, hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Wir haben alle nicht mehr ihre Tassen im Schrank. Wobei, was laber ich da eigentlich? In diesem Spiel hat niemand die Tassen im Schrank. Versuche ich jetzt mal ganz kurz. Ah, geht doch. Na gut, egal. Wie dem auch sei, ich verstehe, hör mal, ich war bei der Druckerpresse, dort ist alles für euch bereit. Excellent. Did you find the Vernois? Ja. Und sie sind auf dem Weg zurück. Thank the Eternal. We're one step closer to bringing the truth to every man, woman, and child in Halcyon. For now, you can tell Hiram that I'll stop using Devil's Peak. From the pits of our eternal souls. Thank you, Captain. I have much to do. Articles to write, sermons to ponder. We live in such an exciting time. Let's talk later. Sermons? For the love of... I'm going to see to the wounded. Ja, ganz toll. Ganz toll. Und wehe, irgendjemand von euch kommt nach Stellar Bay. Ich knall euch ab, das könnt ihr sagen.
I'm the law. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Bin nicht Judge Dredd, sondern ich bin Judge Lord Mustache. Und wer will so einem hübschen... Moment. Man sieht das Gesicht nicht. Wer will so einen hübschen Typen bitteschön schon schaden, ja? Schade, dass man seinen wunderschönen Schnurrbart nicht sieht. Aber okay. Ich glaube, wir haben jetzt das, was wir wollen. Dann... Ich würde jetzt am liebsten die Leute von Solar Bay einfach mal ansprechen und sagen, ey Leute, die Kinder aus dem Nachbardorf wollen euch verprügeln. Wollen wir da nicht mal, wie wär's? Aber gut, ab nach Stella, was war denn das? Devil's Peak oder so? Genau, hier diese, Devil's Peak. Diese Funkstation, die wir jetzt endlich bedienen können. Da drüben. Ich muss noch weiter nach oben. Wie es mir scheint. Komm ich nach... Ah, da ist der. Da ist der Weg nach oben. Okay. Ich bin fähig genug, nicht durch Türen zu gehen. Heißt das, ich habe einen hohen oder einen niedrigen IQ? Klappe zu, Wächter. So. Hiram. Wir haben es soweit. Du kannst jetzt senden. Do you hear that? It's the blessed sound of radio silence, which leads me to believe you have sweet, sweet news for me. Das ist richtig. MSI und die Ikonoklasten haben aufgehört zu senden. Sind die Daten bereit? Yes, indeed. I am back in business. But before we get down to it, might I ask how you handled the problem in the end? We did what we could, as best we could. Should probably leave it at that. Pravati, ich hab dir schon mal gesagt, Pravati, halt die Klappe. Ja, wenn der Kuchen redet, sind die Krümel gefälligst leise. Ich sag ja, ne, die Frau labert dir die ganze Zeit eine Kante ans Bein. So, spielt das eine Rolle? Ich habe sowohl MSI als auch die Ikonoklasten geholfen, ihre Ziele zu erreichen. Du bist Informationshändler, wenn du es wirklich wissen willst, musst du bitte... Jawohl, das ist gut. Du bist Informationshändler, bezahl doch, wenn du solche Infos haben möchtest. Oh, I believe it will. But the price I pay won't be to you. No, we've a bigger deal to settle. I don't doubt that you are working with Phineas, but my contract specifies I relay any acquired information to the purchaser, and to the purchaser alone. However, to send the data, I will need your assistance in cycling the antenna's receiver, so I can input the needed adjustments. Ja, Phineas traut nur wenigen Menschen. Wie kommt es, dass er mit dir arbeitet? Das stimmt. Dieser verrückte Professor, ne, der ist ja schon ein bisschen seltsam unterwegs. You make it sound so scandalous. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Neoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history. Now you hold on. I do not physically go between anyone but that of my choose. Oh, apologies. You meant... Right, yes. I brave the wilderness, so you don't have to. Precisely. I really ought to give you a raise. Okay. Wie repariere ich den Kram? It's simple, truly. I merely need you to waltz outside and throw the lever to cycle the power. I'll key in the numerical adjustments from in here. Schön. Terrific. I'll be here. Waiting with bated breath. Give a shout if the panel electrocutes you. Ja, warte mal, ich soll schreien? Wenn ich schreie, dann liegt das oft daran, dass irgendwas passiert ist. Keine Ahnung, mir fehlt ein Bein oder sowas. Oh, guck mal hier, Energiezellen. Das brauche ich. Oh, hier Loot. Nom, nehme ich. Warum hatte ich das vorher nicht gesehen? Habe ich das gesehen und habe es nur nicht geöffnet? Ich weiß es nicht. Gucken wir auch nochmal hier in das gute Ding hier rein. Knock. Ja, klar, gar kein Problem. Easy going. Und so. So, jetzt sogar nochmal Munition für meinen Flammenwerfer. Und Kohle. Also Bits. Komm, dann brauchen wir nicht. Lass uns hier mal auf Erkundungstour gehen.
Vielleicht ist da, sind da Dinge. Vielleicht wirkt es actionreich. Vielleicht auch nicht. Bin mal echt gespannt, weil vielleicht kann Solar Bay nämlich jetzt nach draußen senden. Und dann, wenn die mich nach draußen senden können, bedeutet das, dass dieser Planet nicht mehr von der Company ausgeschlossen werden kann. Was mega gut wäre. Die Wolken sehen ein bisschen eigenartig aus. Aber dieser Planet ist schon echt schick. Hat was von Jupiter. Leider ist das nicht Jupiter. Aber trotzdem riesengroß und beeindruckend. Na gut, okay, an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir sind gleich wieder bei The Outer Worlds. Bis gleich. Bald. Demnächst. Irgendwann. In 500 Wochen oder so.